In diesem Video zeigen wir, wie mithilfe des Formel-Pro-Gala-Systems Platten- und Pflasterverlegung die Bettung, Verlegung und Verfugung von Terrassenplatten schnell, einfach, sicher und fachgerecht durchgeführt werden, wenn als Untergrund eine Schottertragschicht vorhanden ist. Das Formel-Pro-System Platten- und Pflasterverlegung ist eine sorgfältig durchdachte Zusammenstellung von Produkten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. So wird ein optimales Ergebnis ermöglicht. Zunächst wird das Formel-Pro Gala Universalfugenband lose an die Fassade angehalten. Um es vorläufig zu fixieren, wird zunächst einfach etwas von dem Schotter vor dem Band aufgeschichtet. Später wird es von dem Gewicht des Mörtels und der Terrassenplatten gehalten. Formel-Pro Gala Universalfugenband kann einfach mit einem Sicherheitsmesser zugeschnitten werden. Jetzt kann der Formel-Pro Gala Drainagemörtel angemischt werden. Hierzu verwendet man beispielsweise einen Zwangsmischer oder einen Handrührer. Auf ein 25 Kilo Gebinde des Mörtels kommen je 2 Liter Wasser. Diese können mit einem Messbecher dosiert werden. Noch einfacher ist es mit einem elektronischen Wasserdosiergerät. Sie sollten immer zuerst das Wasser in den Behälter einfüllen und anschließend das Material, damit sich der Mörtel besser vermischt und nicht am Rand festklebt. Anschließend wird der Formel-Pro Gala Drainagemörtel zugegeben und dann mit dem Wasser verrührt. Dabei sollte eine formbare plastische Masse entstehen, die aber dennoch locker ist. Hier empfiehlt es sich, den Rühraufsatz sofort in klarem Wasser zu reinigen. Dann kann damit begonnen werden, den fertig angemischten Drainagemörtel auf der Schottertragschicht aufzuschichten. Dieser sollte je nach Tragschicht eine Schichtstärke von mindestens 6 bis 10 cm haben. Mit einem Laser oder einer Markierungsschnur wird die richtige Höhe angezeigt. Nun wird mit einer Abziehlatte eine ebenmäßige waagerechte Fläche hergestellt. Sobald Sie auf diese Weise genügend Fläche für das Verlegen der ersten Reihe Terrassenplatten geschaffen haben, wird die Formel-Pro Gala Haftbrücke benötigt. Für ein 25 Kilo Gebinde Formel-Pro Gala Haftbrücke werden 6,7 Liter Wasser benötigt, die mit einem langsam laufenden Handrührer vermischt werden. Zum Schutz des Untergrunds sollte dabei eine Folie untergelegt werden. Nach einer kurzen Reifezeit wird die Haftbrücke nochmals aufgerührt. Diese kann nach dem Anmischen ca. 60 Minuten lang verarbeitet werden. Deshalb sollten Sie die Haftbrücke gleichzeitig mit dem Bettungsmörtel und je nach Bedarf portionsweise anrühren. Danach sollte der Rührer direkt in klarem Wasser gereinigt und zusätzlich mit einem Schwamm abgewischt werden. Die Haftbrücke wird mit einer Zahnglättkelle auf der Rückseite der Terrassenplatten aufgetragen. In diesem Fall werden Casafino-Keramik-Terrassenplatten in Betonoptik verlegt. Die Zahnspachtelung sorgt dabei für eine bessere Verkrallung der Haftbrücke in den Mörtel. Mit dem Simplex-Schonhammer können Sie die Lage nachjustieren. Casafino-Fugenkreuze stellen die gewünschte Fugenbreite sicher, die je nach verwendetem Pflasterfugenmörtel unterschiedlich ist. Für Formel-Pro Gala Pflasterfugenmörtel Keramik und Pflasterfugenmörtel 1K sowie auch Zement sind dies mindestens 3 mm. Im Falle von Formel-Pro Pflasterfugenmörtel 2K sind mindestens 5 mm nötig. Hier sieht man, wie gleichmäßig und tief sich die Formel-Pro Gala Haftbrücke mit dem Mörtel verbindet.
So arbeitet man sich Reihe für Reihe vor, bis die gesamte Terrassenfläche mit Platten ausgelegt ist. Dabei ist es wahrscheinlich nötig, Platten zuzuschneiden, besonders wenn im Halb- oder Drittelverband verlegt wird. Je nach Beschaffenheit und Stärke der Terrassenplatten können hierfür jeweils unterschiedliche Werkzeuge verwendet werden, zum Beispiel ein Winkelschleifer, ein Platten- und Steintrenner oder ein Nassschneidetisch mit geschlossener Trennscheibe. Letzterer ist zum Schneiden von Keramikplatten sogar unbedingt erforderlich. Jetzt ist schon ein guter Teil der Arbeit geschafft und die Terrassenplatten müssen nur noch verfugt werden. Nun kommt der Formel Pro Fugenmörtel zum Einsatz. Da wir in diesem Beispiel Casafino Keramik Terrassenplatten in Betonoptik verlegt haben, ist der Formel Pro Gala Pflasterfugenmörtel Zementgrau die perfekte Wahl. Dieser Fugenmörtel muss zunächst mit Wasser angerührt werden, und zwar mit ca. 4 Litern pro 25 Kilosack. Zur Vorbereitung nässen Sie erst einmal die gesamte Terrassenfläche mit einer Sprühlanze ausgiebig vor. Nach einer kurzen Reifezeit von 2 Minuten noch einmal kurz anrühren und schon ist der Formel Pro Pflasterfugenmörtel Zement bereit zum Verarbeiten. Dann gießen Sie den fertig angemischten Formel Pro Pflasterfugenmörtel Zement einfach auf die bereits vorgenässten Terrassenplatten und schlemmen ihn sofort in die Fugen ein. Am besten mit einem Gummischieber, auch Wasserabzieher genannt. Auf diese Weise wird nach und nach die gesamte Fläche verfugt. Wenn Sie das Material in der Fuge mit dem Finger nicht mehr eindrücken können, ist er angesteift und Sie müssen die Platten vom überschüssigen Zementmörtel reinigen. Hierzu kann die Fläche vorgenässt und mit einem harten Besen vorgewaschen sowie mit einem weichen Wasserstrahl gründlich gereinigt werden. In jedem Fall sollten Sie die Platten nach einer Wartezeit von ca. 20 Minuten intensiv mittels Schwammbrett nachwaschen. Die Verfugung ist damit abgeschlossen. Jetzt muss der Formel Pro Pflasterfugenmörtel Zement nur noch trocknen. Je nach Außentemperatur ist die Terrasse nach etwa 12 Stunden begehbar. Während dieser Aushärtungszeit sollten die frischen Fugen vor starkem Niederschlag geschützt werden. Bei einer Folienabdeckung ist für eine gute Unterlüftung zu sorgen, um Kondenswasser zu vermeiden. Sobald die Platten begehbar sind, kann das überstehende Formel Pro Universalfugenband abgeschnitten werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Fassade nicht beschädigt wird. Nach circa einer Woche ist der Fugenmörtel vollständig durchgehärtet und voll belastbar. Bis dahin sollte die Terrassenfläche unbedingt vor Frosteinwirkung geschützt werden.